wir sind jetzt nicht so. Wir sind jetzt weiter auf unserem Weg Richtung Melbourne. Haben aber noch diverse Zwischenstationen. Ja, heute in Foster. Wie? Foster. Foster. Wir fahren jetzt hier ins sogenannte Tarra Valley. Mal schauen, was wir hier sehen. Unsere Vermieter vom Nestunterkunft haben uns das empfohlen. Alles klar. Möglicherweise endet unsere Strecke hier. Nochmal gut gegangen. So, wir sind jetzt auf unserem weiteren Weg. Dieser Nationalpark, der war wirklich schön. Das muss man schon sagen. 8 von 10. Und normalerweise gilt ja hier in Australien nicht überall, wo Nationalpark dran steht, ist auch Nationalpark drin. Aber diesmal war das so. So, jetzt besuchen wir Port Welch Pool Long Yeti. So, mal gucken, wie die Historie hier ist. Noch eine 10 Kilometer Stichstraße, um zu den größten Wasserfällen des Bundesstaats Victoria zu kommen, den Agnes Falls. So, Agnes Falls Scenic Reserve ist unser letzter Zwischenstopp für heute. Für heute unterwegs. Und das ist der Ort? Weiß ich nicht. Foster. Foster. So, die nächsten 2 Nächte sind wir hier in diesem wunderschönen Haus mit ganz, ganz lieben Gastgebern. Sie ist ursprünglich aus England, er ist ursprünglich aus USA. Und wir sind hier nicht weit von der Küste und vom nächsten Nationalpark entfernt. Ja, das ist ein traumhaft schöner Platz hier. Wir können alles hier benutzen. Das ist wirklich schön. Und ich gehe jetzt erstmal hier ein ganz klein bisschen her, um das zu zeigen, wie schön das ist. Wir können das alles benutzen. Normalerweise sind noch 2. Gäste da, aber im Augenblick sind wir alleine. Jetzt gehen wir hier hin. Und hier ist unser Zimmerchen. Das ist ganz toll. Also es ist mit Abstand unser bestes Quartier, was wir bisher in Australien hatten. Ja, und dann kommt noch die Gastfreundschaft der Leute dazu. Das ist natürlich super gut, dass es auch so ist. Willkommen, Heidi und Wolfgang. Schnäpschen und Pralinen. Pralinen und Nüsschen. Da müssen wir direkt mal probieren gleich.